Guten Tag, mein Name ist Markus Kohler, ich bin Vertriebsingenieur bei der Firma Datatec in Reutlingen und stelle Ihnen heute die neue Familie der Agilent Technologies 33500B Signalgeneratoren vor. Die Familie der Agilent 33500B Signalgeneratoren mit ihrer einzigartigen True Waveform Signalfunktionalität bietet überragende Vorteile im Vergleich zu den bisher weit verbreiteten digital Direct-Synthese-basierten Funktionsgeneratoren. Als nächstes möchte ich Ihnen demonstrieren, welche Vorteile Ihnen die TrueForm-Technologie bei der Generierung von Signalen bietet. Hierzu vergleiche ich den neuen 33500B-Signalgenerator mit einem Signalgenerator der weit verbreiteten DDS-Technologie. Um die beiden Generatoren und die Technologien auf ihre Flankenstabilität zu überprüfen, verwenden wir eine Jitter-Analyse. Was wir hier sehen, ist ein 9,9 MHz Sinussignal eines DDS-Generators. Genauer betrachten wir einen vergrößerten Ausschnitt der steigenden Flanke, hier in Gelb dargestellt. Die Zeitauflösung beträgt 200 Pikosekunden pro Division. Die Breite des gelben Signals gibt Aufschluss über zeitliche Verteilung der generierten Flanken. In Blau dargestellt sehen Sie ein Histogramm der Flankenverteilung. Die Messung ergibt einen Peak-to-Peak-Jitter von ca. 195 Pikosekunden. Schauen wir uns nun im Vergleich das identische Signal mit einem Signalgenerator der 33500B Signalgenerator mit TrueForm-Technologie an, erkennt man bei denselben Scope-Einstellungen einen deutlich geringeren Flankenvariation in Gelb dargestellt. Das Histogramm in Blau ist nur noch sehr schwer zu erkennen und zeigt einen Peak-to-Peak-Jitter von ca. 51 Pikosekunden. Dies entspricht einer deutlich besseren Jitter-Performance als andere Geräte dieser Klasse und gewährleistet dadurch eine einzigartige Flankenstabilität. Die neue Agilent 33500B-Serie ist sowohl als 20 MHz als auch 30 MHz Signalbandbreite-Variante erhältlich. Ein flexibles Lizenzmodell ermöglicht es Ihnen, einen 20 MHz Funktionsgenerator auch nachträglich noch auf einen Arbiträrgenerator sowohl auch auf höhere Signalbandbreiten aufzurüsten. Somit können Sie das Gerät passend oder steigend zu Ihren wachsenden Messtechnikanforderungen flexibel erweitern. Die Geräte sind als Einkanal- als auch als Zweikanal-Varianten verfügbar. Die Signale können flexibel für jeden Kanal individuell generiert werden. Die Funktion der Kanaladdition bietet Ihnen die Möglichkeit, komplexe Signale zu generieren, als auch Fehlersituationen zu simulieren, wie zum Beispiel ein Pulssignal mit einem überlagerten Rauschen. Für noch komplexere und längere Signale bietet Ihnen der Sequence-Modus die Möglichkeit, Signalformen oder Waveform-Segmente flexibel anzuordnen und somit kundenspezifische oder testspezifische Signale zu generieren. Standardmäßig wird dieses Gerät mit 1 Million Signalpunkte ausgeliefert und kann nachträglich jederzeit auf 16 Millionen Bildpunkten erweitert werden.